Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Die Siedler Erbe der Könige. Ich überprüfe nochmal Sound. Müsste eigentlich passen. Ich mache noch Soundeffekte ein bisschen leiser. Meldungen lasse ich so. Sprache. Ach ja, wird schon passen. Zurück. Einzelspieler. Kampagne. Und ja, heute nehmen wir uns Richwood vor. Und zwar auch andere Dörfer in der näheren Umgebung bleiben von den Überfällen der schwarzen Reiter nicht verschont. So auch das Dorf von Darius Mutter. Ihr habt die Straße nach Richwood erreicht. Zwei Soldatentrupps sind Dario gefolgt, um ihn bei seiner gefährlichen Aufgabe zu unterstützen. Richwood liegt auf einem Hügel im Norden von euch. Noch scheint alles ruhig. Noch. Nehmt eure Truppen und eilt nach Richwood. Doch seht euch vor, Bruder Johannes hatte euch gewarnt, dass die Gegend unsicher sei. Ihr müsst hier mit Wegelagerern rechnen. Sendet Darius Falken aus, um zu sehen, welcher der beiden Pfade sicher ist. O Herr, die Banditen sind bereits da. Sie brennen die Stadt nieder. Helft den armen Bürgern, schnell! Eilt nach Richwood, verteidigt das Dorf und vertreibt die Banditen. Natürlich machen wir. Wie drücke ich das weg hier? Verteidigt euch. Ich werde jetzt Darius Falke nicht aussenden, weil ich einfach jetzt schnell ins Dorf will. Gern, nur Mut! Wir werden siegen! Aber ich glaube, er läuft direkt auf das Lager der Banditen zu. Ja, da ist es und der rennt genau rein. Naja, wir rennen einfach weiter jetzt. Hoffe ich. Dann ist das sowieso ganz egal, weil die uns im Rennen ja gar nicht angreifen können. So. Ergreift sie! Hierher, Männer. Der Feind attackiert eure Siedlung. So, ich mach mal hier Einheiten beschützen mit Dario. Dann stellen sie sich nämlich irgendwo hin und greifen es nicht mehr an. Oh, da steht jetzt da nur rum. Macht sie nieder! Und wir können sie jetzt angreifen, ohne dass sie uns Schaden zufügen. Finde ich recht nice. Jetzt greift er uns wieder an, aber jetzt ist nur ein Hauptmann. So, sind sonst noch irgendwo welche? Zeigt mir immer noch an. Der Feind attackiert eure Siedlung. Glaube ich. Wow. Entschuldigung, tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gesehen. Ich habe, oder ja, Attacke. Eigentlich hoffe ich, ihr habt es gesehen. Irgendwie habe ich gerade auf Pause gedrückt und da kann ich das Spiel pausieren. Wusste ich nicht, finde ich aber relativ geschickt. Und irgendwie ist da gerade einer gestorben. Das fand ich irgendwie unlogisch. Gut, jetzt müssen es aber doch alle gewesen sein. Die Stunde des Schicksals hatte geschlagen. Gut. Als Dario Richwood erreichte, verschied seine Mutter. Doch zuvor gab sie ihm mit letzten Kräften ein Amulett, selbiges sie schon am Herzen trug, als ihr Sohn noch in den Windeln lag. Als die schwarzen Reiter das Dorf überfielen, hatten sie es vergebens gesucht, nicht ahnend, welchen Schatz die ergraute Dame barg. Nun kündete sie dem Sohn mit ersterbender Stimme das Geheimnis, dass nämlich Caeron, der König des Alten Reiches, sein Vater sei. Er möge das Kleinod wohl aufbewahren, denn nie dürfe es in die Hände eines anderen als des wahren Thronfolgers geraten. Nach diesen Worten schloss die Königin des Alten Reiches ihre Augen für immer. Auf einem Hügel nahe der Stadt haben die Banditen ein Lager eingerichtet. Ihr müsst damit rechnen, dass sie eure Siedlung angreifen werden. Dort halten sie einige Dorfbewohner gefangen. Und auch Leonardo, den Erfinder. Ihr müsst alles daran setzen, sie aus der Hand dieser Halunken zu befreien. Auch im Süden haben die Banditen ein Lager errichtet.
Von dort droht euch ebenfalls Gefahr. Erstens, verteidigt Ridgewood, fällt die Burg, ist die Mission verloren. Zweitens, bereitet euch auf den Angriffe der Räuber vor, sucht nach Rohstoffen und baut das Dorf aus. Okay. Klar. Wir geben erstmal unser ganzes Geld für Leibeigene aus. Ihr habt nicht genug Taler. Und wo sind unsere Spitzel? Die postieren wir vor dem Dorf. So, Nummer 1. Baut mir eine Ja, genau. Baut mir eine Mine, dann Dorfzentrum und schick mir Nummer 2 mal Aber gern. Dann du gehst zu diesem mittleren Wohnhaus, du zum Dorfgemeinschaftshaus, wobei nein, er macht das natürlich. Leben abschnitten. Wird erledigt. Wenn's denn sein muss. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? So, wo ist der? Hier. Oh. Jo. Ja, ja. Ah. Ja, ja. Gut. Eine Steinmine. Haben wir hier. Und jetzt kommt das Wissen. Wissen Nummer 1. Wie ihr wünscht. Hier sind Räuber, die müssen wir töten. Wie ihr wünscht. Und Wissen Nummer 2, da hinten sind Schatztruhen. Die werde ich dann auch noch gleich mit Dario suchen. So, die sind hier auch schon, wahrscheinlich schon länger fertig. Ich habe es wahrscheinlich nur verpennt. Und das ist hier. Also diese Einheitenbeschützenattacke von Dario ist in diesem Falle hier sofort, wirklich sehr nützlich. Ja, die stehen gar nicht am Lager. Ich tue mein Ich mache das nämlich. Fürchtet euch dann nicht. Rennen die wirklich euch wird alle geschehen. Weg. Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Greift man sie an. Und hier sieht's auch noch. Ein Eisenschacht. So. Wir haben noch keinen einzigen Mann verloren. Wir haben wirklich keinen einzigen Mann verloren. Ich hab getan, was ihr wollt. Respekt zu, dann kümmern wir uns mal noch um diese gemacht. Banditen hier. Ein Bergmann, ein Bergmann, ein Bergmann. In Ordnung, ja. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Seid gegrüßt, edler Herr. Eigentlich arbeite ich in der Eisenmine da hinten. Die haben wir gerade gefunden. Aber seit kurzem treiben sich hier Räuber herum. Ist egal, wir haben sie ja schon und. Jupp. So, dann helft ihr alle mal. Wenn's denn sein muss. Jupp. Wobei, nein, Meister. Du baust mir gar nichts, weil wir zu wenig Leben haben. Natürlich. Na gut, so, Dario, dann gehen wir noch ganz kurz hier hin, nach hinten. Ich glaube, da hinten war ein Schatz drauf. Wir erledigen das. Ja, Herr. Ja, mein Herr. Oh, was ist das? Dafür sind wir genau die Richtigen. Ein Händler. So gut ich kann. Ich hab getan, was... Seid gegrüßt, edler Herr. Ich komme eben zurück von einer sehr lukrativen Reise nach Crawford. Die Stadt wird belagert. Daher braucht man viel Holz und Eisen für neue Waffen. Ich konnte dort meine ganzen Bestände verkaufen. Jetzt brauche ich wieder Nachschub. Sagt, wollt ihr mir nicht ein paar Waren verkaufen? Ich zahle gute Preise. Ja, das könnte man noch tun. Ich habe gerade ein bisschen am Mikro rumgefummelt. 100 Stämme. Ja, jetzt noch nicht, aber später. Jawohl. Okay, das treibt alles schneller voran. Das mache ich mal. Seid unbesorgt. Hab ich hier? Kann man hier hoch? Gern. So soll es sein. Wir erledigen das. Hier? Sofort. Das kann ich. Hier, glaube ich. Wir kümmern uns darum. Da kann man hoch. Ja. Dafür sind wir genau die Richtigen.
zwar zwei, eine hier irgendwo. Wird gemacht. Eine hier irgendwie ums Eck. Fertig, so, Meister. Jetzt können wir auch mal hier nochmal. Im Leben dann nicht. Lass es halt. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. So, natürlich. Was eine Schatztruhe. 300 Taler. Das treibt unseren Bau der Stadt. Wird gemacht. Natürlich ja, voran. Wie ihr befehlt. Wir kümmern uns darum. Was hier? Ja, Herr. Jawohl. Ja, mein Herr. Ach, lauft erstmal hierher. Ja, Herr. So, das sind die Banditen, das sind die Räuber. Oh, da steht auch eine Schatztruhe. Achso, die sind noch gar nicht so weit. Geht das inzwischen? Ist in Ordnung. So. Oh, da scheint der Weg länger zu sein. Jawohl, wir kümmern uns darum. Dahinter nehme ich an. Ja. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, gleich. Ja, Herr. So. Hier. Aber gern. Und aber hier. Gern. Fertig. Ein Gelehrter nimmt seine Studien auf. Gut, und dann könnt ihr jetzt hierher. Ja, mein Herr. Es ach so, eine Schatztruhe gefunden. 480 Taler. Das heißt, wir haben jetzt schon 1000 Taler. Das ist keine schlechte Summe. Und jetzt warten wir noch, bis die hier fertig sind. Da schicken wir erstmal alle diese sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schicken wir erstmal 6 zum Holz. Aber gern. Ich merke, wie die Zahl, dass ich dann zu Lehm. Fertig, Meister. Obwohl zu Lehm kann ich ein paar weniger schicken. Wir haben ja eher eine Grube, aber. Nichts lieber als. Dass ich ja dann gleich viel hinschicke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil wir haben gerade null Holz. So, diese 6 schicke ich zu 53 Steine. Oh, diese Ausbeute. Was gibt es denn sonst noch für Rohstoffe? Eisen. Brauchen wir. Habe ich mir hier irgendwo überhaupt. Ah, da ist Lehm. Okay, dann machen wir mal noch trotzdem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die schicken wir zum Lehm. Natürlich. Und dann haben wir noch einen, der uns bauen kann. Ferinize. Kannst mal natürlich. Da runter. Und ja, warten, bis wir 300 Holz haben. Außer das kostet da. Okay, in dem Fall warten wir noch länger. Dario Blau. Dario kommt viel schneller wie die ganzen Einheiten. So, jetzt kannst du, Dario. Ich tue mein Bestes. Gut. Ja. Ja, Herr. Dario, Einheiten beschützen. Meinen Verbündeten soll nichts geschehen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Bis in den Tod! Ich finde das einfach cool, dass sie dann nichts mehr machen. Jetzt greifen sie an. Wir haben immer noch keinen einzigen Mann verloren. Jetzt ist dann, glaube ich, nur... Ah, nee, ein... Oder? Ja, wie, die Männer leben noch. Ach so, das sind zwei Trupps.